Sandy? Ja? Wollen wir mal gucken, wie es Piggy geht? Wir haben ihn doch letztes Mal geheilt. Das ist eine richtig gute Idee. Komm mal mit. Guck mal. Oh, ich bin gespannt, ob es ihm besser geht. Oh, guck mal. Ich glaube schon. Ist der ja sogar. Ja, da steht der. Oh mein Gott. Hey, Freunde. Ach, da seid ihr ja. Ja, hier sind wir ja, oder, Dandy? Ja. Danke, Freunde, dass ihr mich letztes Mal gerettet habt. Und ich fühle mich auch viel besser schon. Gar kein Problem. Das ist das Kleinste, was wir gemacht haben. Wirklich? Dann hier, ihr kriegt meine Handynummer. Warte, speichert die mal ein. Hier, so. Ah, er gibt uns einfach seine Handynummer. Und ihr könnt mich jederzeit anrufen. Egal was ist, ich komme immer. Dandy, wir haben einen neuen Freund. Wir haben einen neuen Freund. Leute, wir haben einen neuen Freund. Oh, hey, Freunde, ihr seid ja auch da. Freut mich mega, dass ihr heute eingeschaltet habt. Abonniert den Kanal, schreibt ein nettes Kommentar und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und ja, jetzt gehen wir mal in die Stadt und werden wir ein paar Sachen erledigen, oder, Dandy? Ja, würde ich auch sagen. Piggy, Dandy und ich melden uns später. Okay, Leute, tschüss. Okay, Dandy. Hast du Hunger? Ich hab immer Hunger. Du weißt das doch. Ich bin ein Vielfraß. Dann lass mal ganz schnell zum Kuchenladen laufen. Okay, zum guten alten Kuchen. Wir sollten aber echt nicht immer Kuchen essen, wofür eigentlich. Es ist echt ein Wunder, dass wir nicht dick werden. Ach Quatsch, guck uns doch mal an, wie weit wir erstmal hinlaufen müssen. Stimmt, wir machen ja immer Sport und Joggen und dann essen wir ein bisschen Kuchen. Dann ist das nicht so schlimm. Wir machen ja immer Sport. Weil wir haben ja hier keinen Auto, wir haben hier nichts, wir laufen immer. Genau. Aber so. Dandy, wann sollen wir? Wollen wir gleich mal den Piggy anrufen oder erst später? Ich weiß nicht, du weißt, ich mag es immer gerne, wenn wir später anrufen. Sag mir nicht, du willst ihn um 3 Uhr nachts anrufen. Ich, nicht nur ich möchte, sondern ich würde sogar vorschlagen und es dir empfehlen, dass du es um 3 Uhr nachts machst. Na gut, Dandy. Wir werden ihn heute Nacht um 3 Uhr nachts anrufen. Oh mein Gott, also wirklich jetzt? Ja, Dandy, ich werde es einmal für dich machen, ohne Widerworte. Oha, einmal ohne Widerworte, Freunde, das Buffle, das mitmacht, heftig. Komm, Leute, wir werden jetzt einen Kuchen essen, dann wird es bestimmt schon später aber sein. Aber Buffle, ich habe keine Diamanten dabei. Ich habe auch nichts dabei, was machen wir jetzt? Oh, das ist nicht gut. Wir werden auf keinen Fall jetzt irgendwie Diebstahl begehen, Buffle, und auf gar keinen Fall. Nee, denn ich gehe mal rein und gucke, was die für Kuchen hat. Und du weißt schon, was du zu machen hast, oder? Was? Du nimmst einen Kuchen. Was, willst du klauen? Ich hab Hunger. Ja, was können wir nicht machen? Das ist verboten, auch in unserer Stadt. Deswegen lenke ich sie ja ab. Soll ich mal gucken, ob ich vielleicht noch mehr ein Portemonnaie, ein paar Diamanten habe? Bitte guck mal nach, Dandy, bitte. So, ich habe nur noch einen Diamanten. Oh Gott, wir können uns einen Kuchen nur holen. Ja, dann teilen wir den halt, Dandy. Komm, kauf den hier. Nimm den Diamant und kauf uns einen Kuchen. Ich nehme nur ein kleines Stück, okay? Okay, ich werde... Gibt's hier irgendwie einen leckeren Kuchen? So. Ich nehme den hier. Dandy, ich habe einen Kuchen. Raus hier! Komm raus, Dandy! Hast du gerade das getan, was ich da gerade gesehen habe? Du hast nichts gesehen. So, leer meine deine Taschen. Woher okay. Hast du den Kuchen? Den habe ich von zu Hause, den habe ich selber gebacken. Du und selber gebacken? Genau, ich habe den selber gebacken. Ah, das glaube ich dir nicht, Dandy. Okay, dann wollen wir die essen. Und? Es wird schon spät, Dandy. Wollen wir zu dir nach Hause gehen? Ja, lass mal zu mir nach Hause gehen. Okay. Und du weißt, was das bedeutet später? Ja, ich weiß, was das bedeutet. Wir werden Piggy anrufen, Leute. Wir haben ja jetzt eine Nummer. Wir haben einen neuen Freund. Aber wann rufen wir Piggy an? Das hast du vergessen zu erwähnen. Um 3 Uhr nachts, Leute. Oh ja, Buffalo, das wird mega lustig. Lalalala. Wie du dich freust, Dandy. Ich weiß nicht, ich stehe halt einfach auf Horror. Ich mag das. Das ist voll immer voll interessant und so. Was ist, wenn er nicht irgendwie böse ist? Okay, dann ist das auch cool. Okay, Leute, wir werden jetzt hier ein bisschen spielen und dann wird es später sein. Yo. Ach, Dandy. Oh, ich bin so müde.
kann nicht mehr. Bin auch extrem müde. Aber ich glaube, warte mal, wie spät haben wir es denn hier? Ich weiß nicht, ich gehe die ganze Zeit. Oh, Dandy, wir haben es 3 Uhr. Oh nein, oh, so früh, also so schnell, ich wollte nur ein bisschen zocken. Du weißt, was das heißt? Ja, wir rufen Pick an. Aber komm, du machst das diesmal. Na gut. So, klack, 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 klack. Es weht, Dandy. Ich bin so gespannt. Hä? Warte mal. Wie sieht denn der Piggy aus? Der sieht nicht freundlich aus. Ich dachte, wir haben den geheilt. Guck mal richtig genau hin. Der sieht doch freundlich. Oh nein. Nein, er hat sich umgedreht. Böse aus. Oh nein, der sieht echt böse aus. Hä? Was ruft ihr mich um 3 Uhr nachts an? Wieso? Du hast doch gesagt, wir können dich jederzeit anrufen. Genau, du hast gesagt, wir können dich anrufen. Aber nicht um 3 Uhr nachts. Hey, wieso denn nicht? Das war ein Fehler von euch beiden. Wofflo und Dandy, ich werde euch jetzt suchen und... Seht ihr das Messer hier? Genau, ich werde euch jetzt suchen. Nein, Dandy, er hat so ein Messer. Oh, Wofflo, das war so richtig schlimm. Ach, Dandy, was machen wir jetzt? Ich habe keine Ahnung. Dandy, lass mal ganz schnell auflegen. So, zack, Dandy. Ich gehe nach Hause. Nein, der war draußen, geh nicht nach... Okay, mach mir doch keine Angst, ich bleibe schon hier. Du musst hier bleiben. Leute, ich werde jetzt Dandy und Wofflo suchen. Guckt mal, Leute. Er hat mich um 3 Uhr nachts angerufen. Das geht ganz und gar nicht. Da ist schon sein Haus. Da werden Dandy und Wofflo sein. Mal gucken, ob ich die durchs Fenster sehen werde. Ich gehe erstmal zum... Nee, ich gehe hier zum Fenster. Leute, da stehen sie. Okay, Leute, ich werde jetzt ins Haus einbrechen und die gleich niedermetzeln. Dandy, was machen wir denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, ich würde ja sagen, lass zu mir gehen, aber ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt rausgehen, dann ist sie da irgendwo und fängt uns ab. Wie? Du hast uns zu Hause, Dandy? Ja, habe ich, aber ich habe es bisher noch keinem gezeigt, aber jetzt in dieser Situation würde ich schon in Betracht ziehen, dir das auch zu zeigen, damit wir in Sicherheit sind, aber es geht ja nicht. Wieso sagst du es nicht direkt von Anfang an und hätten ihn bei dir zu Hause angerufen? Was soll das denn, warum? Dann hätte er uns niemals gefunden. Doch, der hat das bestimmt auch da gefunden, oder? Ich weiß ja nicht. Leute, die diskutieren die ganze Zeit. Die kriegen jetzt nicht mit, dass ich einfach hier reingehe. Oh Mann, ich weiß echt nicht, was ich tun soll. Ich habe gar keine Idee, Wofflo. Ich habe auch keine Ideen. Sollen wir gleich in den sollen wir in den Keller gehen und uns verstecken? Ja, würde ich auch sagen. Wofflo, dreh dich um! Oh, was sofort! Hä? Was? Piggy ist im Haus drin, Dandy, was machen wir jetzt? Abhauen! Rennen! Dandy? Rennen! Rennen in den Keller! Oh mein Gott, mach ein Schloss dran oder so, keine Ahnung! Ja, mach ein Schloss dran! Warte, ich mach das Schloss dran. Nee, du machst das Schloss dran. Ich mach das dran. Leute, die sind in den Keller geflüchtet. Das war ein Fehler, die werden hier nie wieder rauskommen. Wo sind die denn bloß? Die Tür ist abgesperrt. Da komme ich nicht rein. Aber hier, die ist offen. Ob die hier wohl drinne sind? Oh, bin nicht so laut. Ja, sei nicht so laut. Was sollen wir denn jetzt machen? Ich weiß ja nicht. Was ist hier für eine komische Anlage? Was macht Wofflo? Und warum steht da ein Baby Sonic? Na gut, aber da war nicht Dandy und Wofflo. Ich komme da nicht rein. Was mache ich denn jetzt? Dandy, er ist an der Tür. Hörst du es? Ja, ich höre es. Was soll ich tun? Oh oh, nicht, dass er das Schloss aufbricht. Oh Gott, was, wenn er das hinkriegt? Was machen wir denn dann, Wofflo? Weiß es doch auch nicht. Am besten laufen wir dann raus, oder? Ich habe auch eine Peng-Peng hier, ne? Im Notfall. Wie krieg ich denn die Tür auf? Hier müsste doch irgendwo was sein. Ah, Leute, hier sind ein paar Drähte. So. Jetzt krieg ich diese Tür auf. Okay, ich hab's gleich geschafft, Leute. Kommt rein, Dandy, was machen wir jetzt? Oh Gott, ich höre auch, er will die Tür wieder aufmachen. Leute, wir haben die Tür aufgebrochen. Oh Gott. Mal, da hinten stehen die. Dandy, ich hab ihn gesehen. Sag mir nicht, dass das geschafft hat. Oh Gott, soll ich die Peng-Pengi nutzen? Da stehen die Leute, wir werden jetzt reingehen und niedermetzeln. Oh.
mein Gott. Was soll ich tun, Buffalo? Sag es mir doch. Danny. Buffalo, ich hab diese Peng-Peng. Ich kann die nutzen. Ja, das ist eine super Idee. Warte mal. Da steht der Dandy. Oh, hier nimm du die. Okay, ich nehm die. Was machen wir jetzt? Leute. Ihr seid jetzt, ihr kommt hier nie wieder raus. Doch, Dandy, kommen wir hier wieder raus? Natürlich. Go! Go, go, go. Geh weg hier. Ich werde euch vernichten. Dandy, los. Oh, weg mach hier. Was. Renn. Lauf, 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 lauf. Hinter Tür. Hinter Tür? Okay, das ist eine super Idee. Schnell zumachen. Lauf, 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 Dandy. Ich lauf ja schon. Wo bist du denn? Da bist du. Okay, ich komm. Ich komm mit. Komm mit hoch. Hier sind wir sicher. Hier sollten wir echt sicher sein. Oh mein Gott, hier sind wir wirklich sicher. 100%. Leute, wir werden uns jetzt erstmal verstecken, bis es wieder Tag ist. Dann sollte Piggy wieder nett sein. Und wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal, schreibt ein nettes Kommentar, gebt dem Video einen Daumen nach oben und schaut auch bei Dandy vorbei. Und bis zum nächsten Video. Yeah, tschüss.